Ja, hallo, herzlich willkommen bei PBO für den Polierpol. So, liebe Leute, hier haben wir unsere Testobjekte stehen. Ja, ihr seht hier zwei Shampoos stehen. Das eine kennt ihr bestimmt schon. Das Sonax Extreme Rich Form Snowform. Kennt ihr? Top Geruch, also noch Berry-Geruch hat's. Super. Und ja, dann haben wir hier was Grünes stehen. Das ist quasi so ein Konkurrenzprodukt, sage ich mal. Ja, das hatte ein Abonnent, hat mich mal angefragt, e-mail-technisch gefragt, kannst du vom Nigrim mal das neue Autoshampoo Snowform testen? Ich sage, gibt es da ein Snowform von Nigrim? Ja, habe ich mal recherchiert. Bei Amazon ist es ausverkauft im Moment, aber ich habe es in einem Elektrogeschäft, großen Elektrokonzern, sage ich mal, gefunden. Online gibt es das zu kaufen für, ja, also wenn man das umrechnet, ist das so quasi die Hälfte. Ist der gleiche Inhalt, 1 Liter. Ich komme mal näher ran. Schaut mal hier. Guck mal auf der Rückseite, 1000 Milliliter. Ja, also ich, vom Technischen her ist das alles gleiche wie beim Richform. Also auch, man kann es in eine Lanze tun, in eine, ja, im Schaumsprüher und dann halt als Shampoo-Wäsche, als Handwäsche. Und die Dosierung ist exakt das gleiche wie beim Sonax. Das kann ich an dieser Stelle sagen, könnt ihr ja selber mal so ein bisschen vergleichen, ne? Aber das stimmt schon. Also hier, ich zeige es euch mal, könnt ihr mal schauen. Ja, 1 Liter, vom Preislichen her ist das Nigrim ja fast die Hälfte, sage ich mal, günstiger. Hier auch beide die Gefahrenzeichen. Vom Geruch her ist das Bubblegum, so wird es rausgeschrieben. Ich habe es gerochen. Ja, man kann jetzt vielleicht Bubblegum dazu sagen, aber ich habe Bubblegum schon mal anders gerochen. Jetzt muss ich hierzu sagen, wenn ich mal hier drauf schaue, Inhaltsstoffe, Alkohol, das ist sehr mentholhaltig. Also wenn man richtig dran rumschnüffelt an den Dingen, also bei mir zumindest ist das so, da fange ich irgendwann mal an zu husten. Also das reizt so richtig. Vom Bubblegum rieche ich wirklich nicht viel, meine ich. Das ist so ein methodischer Geruch. Kennt ihr die Eisbonbons? So methodisch, so riecht das auch. Also so erinnere ich mich daran, an den Geruch. Eher als Bubblegum. Nee. Und wenn ich das länger dran rumrufe, das hatte ich nämlich, ich habe da öfters dran rumgeschnüffelt, dann reizt mir die Lunge. Das kann ich bei einem Sonax nicht sagen. Also da kann ich dir riechen, dran riechen. Aber hier, dann fange ich schon an zu husten bald. Ja, so meine Beobachtung. Aber wenn jeder hat einen anderen Nasengeruch oder wie auch immer, müsst ihr mal gucken. Schlecht riecht so am Anfang nicht. Ich denke mir, was es verarbeitet, riecht es auch wieder ganz anders. Ja, wir testen das mal aus auf dieser Motorhaube. Ja, mit den Gloria-Sprühern, allzeit bekannt, ne? Und dann testen wir mal aus mit der Mischung. Ja, gucken, wie wir klarkommen. In der Gloria habe ich die roten Düsen, also für so einen mittleren Schaum. Ich denke mal, das reicht. Und dann probieren wir das mal aus. Bis gleich. So, liebe Leute, ja, da sind wir wieder. Ich habe soweit alles vorbereitet. In den Glorias habe ich jetzt 1 Liter Wasser. Hier habe ich die Markierung. Ja, also ihr könnt mir vertrauen, da sind 1 Liter drin. Hier ist auch 1 Liter drin. Ihr wollt ja mal alles genau haben. So, dann habe ich hier ein paar Pöttkes stehen zum Abmessen. Der Hersteller sagt ja bei beiden Handsprühern, also was waren das, 10 bis 30 Milliliter. Sollen wir mal 15 Milliliter nehmen? Ja, ne? Für jedes. Okay. Dann fülle ich hier den Richform ein. Und hier in dem Becher mache ich das Nigrim. Auch 15 Milliliter. Ja, erstmal so. Den ziehe ich ja nachher mit der Spritze auf. So. Okay. Dann nehmen wir die kleine Spritze.
Und dann nehmen wir mal eine größere Spritze. So, ich habe noch mal die gleiche Spritze. Das ist 15 ml oder 20 ml Spritze. Da können wir jetzt 15 hochziehen. So, okay. Die Spritzen sind schon mal älter, dann lassen sie sich immer mal nicht mehr so richtig aufziehen. So. Okay. So, schaut mal hier. 15 ml. Packen wir in der Gloria hier rein. So. Dann nehmen wir die nächste Spritze. 15. Machen wir hier in der Gloria mit der, ja, mit dem Anschluss hier, ne? Mit dem Druckanschluss. So. Okay, wir können das jetzt mal wegstellen, bevor das hier am Boden fällt. Ja, dann einfach die Köpfe rauf, richtig gut zumachen, dass wir keinen Druckverlust haben. So, hier habe ich die rote Düse drin. Masse. Und hier natürlich auch die rote Düse. Ein Augenblick. Schauen wir. Okay. Okay. Und dann laden wir die auf, also auf Druck, drei, bis hier das Ventil auslöst. Da. So, das gleiche machen wir hier auch mit dem Negrin. Okay, das hier so. Beide sind aufgebläht, sag ich mal. Okay, jetzt machen wir mal eine Hälfte hier und die andere Hälfte da. Fangen wir doch mal mit dem Rich Form an. Mal gucken, ob Druck drauf ist. Okay. So, die können wir da stehen lassen, egal. So, wir machen die halbe Haube. Ja, ist doch optimal der Schaum, würde ich jetzt mal sagen. Hier, super. So, hier auch nochmal überprüfen, ob drauf ist. Okay, dann machen wir die andere Hälfte. Ja. Ja, ich würde mal sagen, ist das gleiche. Tut sich nichts, also ist der gleiche Schaum, ihr könnt mal nah dran gehen. Also nochmal, ihr sind jeweils immer 15 Milliliter ja, auf 1 Liter. Und das ist doch okay, der Schaum. Ne? Schaut mal hier, den Negrin. Und den Ritschform. Obwohl der Ritschform ist ein bisschen fester, glaube ich, ne? Oder? Ja, schaut mal hier, der rutscht runter. Der ist ein bisschen, ja, doch ein anders, ne? Aber nicht schlecht. Hier, schaut mal hier, wie der hier runterläuft. So, jetzt vom Geruch her, ja, Bubblegum sagt mir dann nichts. Wie gesagt, so methodisch, ja. Ich lade die Glorias noch mal auf.
Und hier nochmal. So, das Nigri. Ja. Er macht ein bisschen flüssigeren Eindruck, ne, bei 15. Und hier den Rich Form. Ja, der bleibt ein bisschen haftiger. Der ist ein bisschen haftiger, der Sonax noch, ne? Der rutscht so ein bisschen runter, ne? Ja. Obwohl ganz viel Unterschied gibt es da nicht. Also man kann mit beiden ja Schaumtypen arbeiten, ne? Hier. Der ist auch was heller. Ich denke mir mal, weil der auch keinen richtigen Farbstoff drin hat. Und dieser ist ein bisschen klarer, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also irgendwie. Weil der auch ein bisschen so einen grünen Farbton drin hat. Würde ich jetzt mal sagen. Aber so vom Bild her sehen die doch beide gleich aus, sag ich mal. Hier ist mehr Schaum, glaube ich, also mehr Luft drin, ne? Okay, wir können jetzt mal die Düse auf schwarz, auf festen Schaum ändern. So, ich habe hier die beiden schwarzen Düsen, die baue ich jetzt mal eben schnell ein, einen Augenblick. Also ihr seht ja schon, wie das nochmal abläuft weiterhin. Also ich finde, das ist beides glatt. Okay, würde ich jetzt mal sagen. Auch beim Nigrin. Man sieht ja auch, ist auch gleichmäßig schon abgelaufen. Also der Sonax. Der Nigri. So, wir fangen wieder mit dem Sonax an. Ja, der ist schon zu dick. Das ist schon zu dick. Nigri. Ja, der ist schon was flüssiger, ne? Aber also wie bei der roten Düse ist doch der Richform etwas dicker vom Schaum her. Ne? Er ist schon etwas flüssiger. Er zieht schon runter, wo er noch ein bisschen haften bleibt. Er rutscht jetzt auch, weil die schwerer ist natürlich. Aber hier haben wir auch einen gleichmäßigen, ja, Verteilung. Ne? Na gut. Also das ist schon zu dick. Die schwarze Düse mit 15 ml ist schon zu dick. Wie gesagt, man kann jetzt auf 10 ml runtergehen, aber dann vielleicht kommt man dann mit der schwarzen Düse genauso gut hin wie mit der roten Düse bei 15 ml. Wer jetzt nur vom vielleicht sparen will, der muss dann bei seiner Düse irgendwie und Mischungsverhältnis ein bisschen ausgleichen, ne? Also wir können jetzt noch mal hingehen, hier 10 ml anfangen, könnte ich machen, dann habt ihr auch das Bild. Okay, ich muss jetzt noch mal eben nach unterwegs, ich lasse das mal laufen und dann machen wir das mit 10 ml. Ich bin wieder zurück, ja, die Hau ist jetzt schon abgetrocknet quasi, ja, ich musste meine Frau holen, ja, okay. Was hatten wir vor? Ich wollte jetzt die 10 ml versuchen. Mal gucken. Ja, aber schon bei 15 ml habt ihr ja schon ein Ergebnis, was schon besser performt. Ne? Also die sind beide ganz gut, das Nigri auch top. Aber wir haben hier gemerkt, dass mehr so
ein bisschen fester ist bei 15 Milliliter mit der schwarzen Düse und auch mit der roten Düse. Wenn ich jetzt 10 Milliliter nehme, aber können wir mal versuchen, das ist jetzt so das Niedrigste, was die Hersteller anbieten. Können wir ja mal gucken, wie das performt. Okay, mache ich fertig. Die Flüssigkeiten muss ich mal im Eimer schütten. Die nehme ich nachher mit in die Waschbox und ja, kann man ja noch zum Waschen benutzen. So, ich habe die Gloria wieder mit 1 Liter Wasser aufgefüllt, frischem Wasser. Hier auch. Ja, ihr müsst mir vertrauen. So, jetzt gehen wir wieder 10 Milliliter, haben wir jetzt gesagt. Hier mit den Ridgeforms. 10 Milliliter. So. Und hier auch nochmal 10 Milliliter. Okay, das tun wir da weg. So. Wir haben noch die schwarzen Düsen drin. Hier liegen ja die roten. Hatten wir ja vorhin. Fangen wir auch mit schwarz an. Brauchen wir jetzt nicht nochmal umwechseln. Jetzt mal gucken wir mal. Vielleicht sind ja 10 Milliliter mit schwarzer Düse genauso wie 15 mit roter Düse. Dann habt ihr wenigstens 5 Milliliter, habt ihr dann quasi, wenn ihr das gleiche Ergebnis habt, 5 Milliliter ja, gespart. Ne? Jetzt müsst ihr immer so ein bisschen gucken, wie das geht. Wenn wir jetzt 30 Milliliter genommen hätten, die nächste Stufe, die haben ja gesagt 10 bis 30 Milliliter. Also das war jetzt top eigentlich Form. Ich würde so 15 Milliliter. Wird jetzt für mich in Ordnung sein. Okay, hier auch. Okay. Ja, fangen wir wieder mit Ridgeform an. Also 10 Milliliter schwarze Düse. Aber dick. Wisst ihr, so ist ja auch von der Dick schön dick, ne? Also das passt auch schon mal dazu, zu der Mischung, finde ich. Ist, glaube ich, bei der, ja, guck mal, wie der Teppich abrutscht. Und jetzt hier, ja, ja die Außenstrahler, ne, hat er mehr, ne? Ist doch ein bisschen wässriger hier auch wieder, ne? Aber trotzdem den Ausdruck belassen. Ne? Wir können jetzt, wie gesagt, die rote Düse nehmen. Ich denke mal, dann ist er wieder so wie 15 Milliliter bei roter Düse. Schauen wir mal. Ups. So. So, dann gucken wir mal wieder. Okay, fangen wir wieder mit Ridgeform an. Wie gesagt, jetzt die rote Düse bei 10 Milliliter. Ja, guck mal hier beim Spiegel. Ja, wie ich gesagt habe, ja, jetzt geht das schon schneller runter, ne? Das war jetzt die mittlere Düse. Okay. So, jetzt die Green. Ja. Schaut mal. Ist auch ein Top-Bild, ne? Also würde ich jetzt auch so belassen. 10 Milliliter rote Düse würde ich so belassen. Bei beiden. Hier ist der ist ein bisschen fester, der Schaum hier. Ne? Hier ist er ein bisschen klarer. Ich hole euch mal näher ran.
Ja, der haftet hier ein bisschen fester auf dem Lack drauf, ne? Als hier. Ja. Also wenn ich jetzt so beurteilen würde, 15 Milliliter und roter Düse, ist glaube ich nicht so der Unterschied, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Man kann beide mit 10 Milliliter benutzen. Auf 1 Liter Wasser. Und roter Düse. In der Gloria erstmal. Wir können jetzt mal gucken, ich habe die Alterform da. Wie das Sprühbild da ausschaut. So, liebe Leute, ja, ich bin jetzt hingegangen, ich habe zwei Alter 2000er rausgeholt. Das ist eine neue, die ist noch schon meine erste hier, das ist eine neue noch, die ist noch gar nicht gebraucht. Ja, wir füllen jetzt quasi einfach nur um. Hier. So, hier habt ihr den gelben Einsatz. Der ist jetzt quasi, soll jetzt so fast so gleich sein wie die rote Düse bei der Gloria. Also für mittelmäßigen Schaum. Ne, Quatsch hier. Ne, schütten wir jetzt mal rein hier. Hier. Okay. Das gleiche machen wir jetzt hier mit dem Nigrin, also auch gelbe Düse. Und hier können wir auch wieder mit dem Ventil erkennen, welches was ist. Okay, auch hier füllen wir jetzt den Nigrin, das ist Nigrin Gemisch hier rein. So. Okay. So. Zu. Ja, tun wir mal eben weglegen. So, dann pumpen wir auf. Hier ist kein Druckventil natürlich, wisst ihr ja, Alter. Wir sind nicht mehr gehen, sag ich mal. Ja, ist gut so. Ja, ich denke mir mal, ist genug Druck drauf. So, hier Ridgeform. Also, wie gesagt, hier sind 10 Milliliter Snowform drin vom Ridgeform auf 1 Liter. Ja, haben wir ja umgefüllt auf der Gloria. Mit der gelben Düse, also mittlere Schaum. Ja, der spuckt etwas. Mehr, sag ich mal, aber von der Schaumstärke ist es das gleiche wie mit der Gloria, würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Und hier, ja, hier macht er schon etwas breiteren, weil er flüssiger ist, ne? Oder weil er ein bisschen feuchter ist, wisst ihr? Er macht feuchter, also das mit der Alter und der gelben Düse passt. Wunderbar, hier spuckt der noch ein bisschen.
Spuck her? Also mit dem Ridgeform, der ist schon für ihn zu dick, für die Düse. Wir können jetzt mal gucken, die grüne Düse, ne? Oder ne, die rote Düse ist für wässrigeren Schaum, können wir ja mal reintun, vielleicht gucken wir mal, dass das funktioniert. Könnt ihr ja so wechseln, ohne den Druck abzulassen. Vielleicht haben wir dann das gleiche Bild wie da. Siehst du, da müsst ihr selber ausprobieren. Ihr habt eine ganz andere Wasserhärte vielleicht als ich jetzt zu Hause. Und da sind verschiedene Faktoren dabei, die vielleicht das Bild bei euch anders aussehen lassen. Das müsst ihr immer selber gucken. Ihr müsst nicht jetzt sagen, oh gut, ich zeige euch ja die 10 Milliliter, bei dem passt es bei mir, geht doch nicht. Ihr müsst es für euch rausfinden. Aber ihr seht ja, beide Forms funktionieren. Auch der Nigrin. So, versuchen wir mal. Ah, dann ist er zu wässrig. Schaut mal. Ne, dann ist er zu wässrig. Dann müsst ihr schon bei der gelben Düse dranbleiben. Das ist zu flüssig. Also das läuft zu schnell ab, würde ich jetzt mal sagen. Und so in der Konsistenz ist das besser. Also, wie gesagt, der Switchform, der ist einfach ein Ticken dicker, macht der Schaum, ne? Jetzt könnten wir mal hingehen. Das versuche ich auch nochmal für euch. So, schauen wir mal. Ja. Ja. So. Jetzt mache ich schon wieder ein anderes Bild irgendwie, ne? Na gut, jetzt habe ich hier keinen Druck drauf. Ja. Also ich würde jetzt mal sagen, bei der Konstellation würde ich doch die gelbe Düse nehmen. Wir können jetzt noch mal hingehen und mal schauen vom Ridgeform. Können wir mal hingehen? Wir haben hier so einen leicht dickeren Schaum, ne? Also der stört ja auch nicht. Der ist optimal eigentlich. Sind ja beide Verhältnisse gleich. Nur hier, der ist ja schon von Anfang an etwas dünner. Da braucht man nichts weniger an Dosierung machen, sondern eher beim Ridgeform, würde ich mal sagen. Mit den Düsen klappt das nicht so. Jetzt gehen wir mal hin und machen mal... Wir haben jetzt 10 Milliliter, machen wir 5 Milliliter Snowform, Ridgeform. Einen Augenblick. So, liebe Leute, ja, ihr seht doch den Schaumschild. Gut, hier seht ihr auch schon wieder, hier ist mehr noch drauf, haftend als da. Ihr habt da mehrere Lücken, ne? Also, so, jetzt bin ich hingegangen, habe hier die Gloria wieder voll gemacht auf 1 Liter. Und wir wollen jetzt auf 5 Milliliter Ridgeform gehen. Können wir ja mal gucken. Und dann können wir ja sehen. So, 5 Milliliter, vertraut mir das einfach. So, ich stelle das mal hier unten ab. So, ein bisschen mischen noch eben. So, und da drin haben wir ja noch die rote Düse, müsste noch drin sein. Ne? Wir hatten jetzt, ja, haben wir jetzt vorhin gehabt. So. Der war ja ein Ticken zu dick, der Schaum, ne? Ein Ticken, sag ich mal. Das ist nicht die Welt, sag ich mal, ne? Aber vielleicht können wir ja Produkt sparen und haben bei 5 Milliliter.
Vielleicht habt ihr noch in Erinnerung, bei 15 Milliliter, bei 10 Milliliter und bei 15 Milliliter, wie das Bild war. Und jetzt bei 5 Milliliter. Mal schauen. Ja, das ist schon ein Ticken Zünd, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also, das ist ein Ticken Zünd, würde ich jetzt mal sagen. Ob man jetzt auf 8 Milliliter hochgeht, weiß ich nicht. Das müsst ihr für euch einfach ausprobieren. Wie gesagt, bei euch wird der vielleicht noch dünner sein, der Schaum bei 5 Milliliter. Oder vielleicht dicker und wird passen. Ihr müsst es einfach für euch ausprobieren. Auch je nachdem, was ihr für einen Schaumsprüher habt, wird das Bild auch wieder anders sein. Und ja, das war so ein bisschen für euch so mal so ein kleiner Einblick, sag ich mal, zu Migräne. Also der ist ja einiges günstiger, also fast die Hälfte eigentlich als der Ridgeform. Macht auch ganz gutes Bild, war ja vergleichsmäßig gleich, würde ich jetzt mal sagen. Und der Ridgeform ist ein Ticken dicker. Aber ganz so schlecht ist er nicht, würde ich jetzt mal sagen. So, jetzt geht das noch darum, welche Reinigungsleistung hat der? Was bringen die an Reinigung? Und da müssen wir jetzt noch ein bisschen abwarten. Ja, ich werde jetzt an dieser Stelle diesen Test hier beenden. Teil 1, ich denke mal, das Video wird wieder viel zu lang. Und das zweite Teil würde ich jetzt mal sagen, würde ich jetzt mal die Reinigungsleistung testen an meinem Auto. Jetzt kann ich nicht nach draußen gehen, ist schon fast dunkel. Und das werde ich dann jetzt die Tage machen mit euch. Und das ist, wird dann Teil 2 sein, die Reinigungsleistung von den beiden. Jetzt haben wir mal die Sprühfunktion, wie die so performen. Jeder hat ja eigentlich einen Schaumsprüher, geht in die Waschbox mit dem Schaumsprüher. Jetzt, wenn jemand einen Snowform...